Und zwar mit folgender Bahnverteilung. Olesya Sikina, Russland, Bahn 1. Monique Hannigan, USA, Bahn 2. Sandy Richards, 3. Dominique Williams-Darling, die 4. Und dann Svetlana Pospelova, Russland, 5. Didi Trotter, USA, 6. Christina Mathil, Bahamas, 7. Und Ami Mbake Thiam aus Senegal, die 8. Favoritin Dominique Darling. Mit einem klaren Vorsprung gegen die Amerikanerinnen Xenia Richards, die sich revanchieren will für die Niederlage in Helsinki. Xenia Richards, die unbedingt Weltmeisterin werden wollte, jetzt auf Bahn 3. Das Duell läuft zwischen Xenia Richards und Dominique Darling. Was für ein Finish zwischen diesen beiden, und sie unterliegt. Xenia Richards revanchiert sich. Das war ein Duell. 48-92. Jahresweltbestzeit. Und wissen Sie was? Das ist die neuntbeste je gelaufene 400-Meter-Zeit. Sensationelle Leistung von Xenia Richards. Sie war ja so enttäuscht, dass sie nicht gewonnen hat in Helsinki. Sie hat gesagt, sie hätte die Taktik ihres Coaches nicht ganz richtig umgesetzt. Sie sei zu schnell angegangen. Sie hätte am Anfang etwas verhaltener starten sollen und dann am Schluss stark zulegen. Das war die Taktik von ihr, von Dominique Darling, der Weltmeisterin, die jetzt geschlagen worden ist in diesem Zürcher Regenrennen. Durch Xenia Richards, die 20-jährige Amerikanerin, die zwar eine Goldmedaille gewonnen hat, da haben sie groß im Bild, aber nur über 4x400 Meter. Silber blieb ihr über 400 Meter. Heute Abend eine kleine Genugtuung für Xenia Richards, die gesagt hat nach dem Weltmeisterschaftsrennen von Helsinki, ich bin wohl die ersten 200 Meter etwas zu schnell angegangen. Der Kick kam dann nicht, und Dominique Williams-Darling, die hat gar keine schlechte Zeit als Zweite, nämlich 49,30, das ist schneller als beim WM-Titel in Helsinki. Gut, dort waren die Bedingungen noch ein bisschen kälter und regnerischer als heute, aber diese 48,92, unglaublich. So schnell ist nämlich Dominique Williams-Darling in ihrer ganzen Karriere noch nie gelaufen. Ja, was eben solche Duelle hervorbringen, das müssen nicht unbedingt Weltrekorde sein, das müssen solche Fights sein, wie wir sie gesehen haben auf der Zielgeraden, und dann resultieren automatisch gute Zeiten. Also das war schon ein richtiger Kracher, den wir hier gesehen haben. 400 Meter, Xenia Richards, und Platz 9 auf der ewigen Weltbestenliste für die Amerikaner. Da sehen Sie es eingeblendet, WL heißt World Leading. Also Jahresweltbestzeit ohnehin, und dann die beiden Saisonbestleistungen der Athletinnen auf Platz 2 und auf Platz 3 Monique Hannigan.